Sura 14, Ibrahim, Abraham, offenbart zu Mekka 52 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Alif Lam Ra, dies ist ein Buch, das wir zu dir herabgesandt haben, auf das du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen zum Licht führen mögest, auf den Weg des Erhabenen, des Preiswürdigen. Allahs ist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und wehe den Ungläubigen wegen der schrecklichen Strafe. Es sind jene, die das Leben des Diesseits, dem des Jenseits vorziehen und von Allahs Weg abhalten und ihn zu krümmen trachten. Sie sind es, die in großem Irrtum weit gegangen sind. Und wir schickten keinen Gesandten, es sei denn mit der Sprache seines Volkes, auf dass er sie aufkläre. Dann erklärt Allah zum Irrenden, wen er will, und leitet recht, wen er will. Und er ist der Erhabene, der Allweise. Und wahrlich, wir entsandten Moses mit unseren Zeichen und sprachen, führe dein Volk aus den Finsternissen zum Licht und erinnere es an die Tage Allahs. Wahrlich, darin liegen Zeichen für jeden Geduldigen, Dankbaren. Und damals sagte Moses zu seinem Volk, denkt an die Gnade Allahs an euch, als er euch vor den Leuten Pharaos errettete, die euch mit schlimmer Qual bedrückten, eure Söhne abschlachteten und eure Frauen am Leben ließen. Und darin lag eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn für euch. Und da kündigte euer Herr an, wenn ihr dankbar seid, so will ich euch wahrlich mehr geben. Seid ihr aber undankbar, dann ist meine Strafe wahrlich streng. Und Moses sagte, wenn ihr ungläubig seid, ihr und wer sonst noch alles auf Erden ist, wahrlich, Allah ist auf keinen angewiesen, preiswürdig. Kam zu euch denn nicht die Kunde von jenen, die vor euch waren, von dem Volk Noahs, den Ads und Tamuds, und von denen, die nach ihnen kamen? Niemand kennt sie außer Allah. Ihre Gesandten kamen mit deutlichen Zeichen zu ihnen, jedoch sie hielten ihnen die Hände vor den Mund und sagten, wir glauben nicht an das, womit ihr gesandt worden seid, und wir befinden uns wahrlich in bedenklichem Zweifel über das, wozu ihr uns auffordert. Ihre Gesandten sagten, existiert etwa ein Zweifel über Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde? Er ruft euch, damit er euch eure Sünden vergebe und euch Aufschub bis zu einer bestimmten Frist gewähre. Sie sagten, ihr seid nur Menschen wie wir. Ihr wollt uns von dem abhalten, was unsere Väter zu verehren pflegten. So bringt uns einen deutlichen Beweis. Ihre Gesandten sagten zu ihnen, wir sind nur Menschen wie ihr, jedoch Allah erweist Gnade, wem von seinen Dienern er will. Und wir besitzen keine Macht dazu, euch einen Beweis zu bringen, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Und warum sollten wir nicht auf Allah vertrauen, wo er uns doch unsere Wege gewiesen hat? Und wir wollen gewiss mit Geduld alles ertragen, was ihr uns an Leid zufügt. Auf Allah mögen denn diejenigen vertrauen, die sich auf Allah verlassen wollen. Und jene, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten, wahrlich, wir werden euch sicherlich aus unserem Land vertreiben, wenn ihr nicht zu unserer Religion zurückkehrt. Da gab ihr Herr ihnen ein, wir werden gewiss jene zugrunde gehen lassen, die Frevler sind, und wir werden euch wahrlich nach ihnen das Land bewohnen lassen.
Das gilt für den, der das Auftreten vor mir fürchtet und auch das fürchtet, was meine Drohung angeht. Und sie erflehten den Sieg, und jeder hartnäckige Tyrann schlug fehl, und hinter ihm rückt Jahannam her, und er wird von Eiter getränkt werden. Er wird ihn hinunterschlucken und kaum daran Genuss finden, und der Tod wird von allen Seiten zu ihm kommen, doch er wird nicht sterben. Und vor ihm liegt noch eine strenge Strafe, die Lage derer, die nicht an ihren Herrn glauben, ist die, ihre Werke sind gleich Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie sollen keine Macht haben über das, was sie erworben haben. Das ist wahrlich die weit gegangene Irreführung. Siehst du denn nicht, dass Allah die Himmel und die Erde in Wirklichkeit erschaffen hat? Wenn er will, so kann er euch hinwegnehmen und eine neue Schöpfung hervorbringen. Und das ist für Allah keineswegs schwer. Und sie werden allesamt vor Allah hintreten, dann werden die Schwachen zu den Hochmütigen sagen, gewiss, wir waren eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns also nicht etwas von der Strafe Allahs abnehmen? Sie werden sagen, hätte Allah uns den Weg gewiesen, wir hätten euch sicherlich den Weg gewiesen. Es ist gleich für uns, ob wir Ungeduld zeigen oder geduldig bleiben. Es gibt für uns kein Entrinnen. Und wenn die Sache entschieden worden ist, dann wird Satan sagen, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Ich aber versprach euch etwas und hielt es nicht. Und ich hatte keine Macht über euch, außer euch zu rufen, und ihr gehorchtet mir. So tadelt nicht mich, sondern tadelt euch selber. Ich kann euch nicht retten, noch könnt ihr mich retten. Ich habe es schon von mir gewiesen, dass ihr mich Allah zur Seite stelltet. Den Missetätern wird wahrlich eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Und diejenigen, die da glauben und gute Werke tun, werden in Gärten eingeführt werden, durch die Bäche fließen, um mit der Erlaubnis ihres Herrn.